Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal ist es wieder soweit. Odin war einkaufen. Wir haben ein paar Sachen. Viele Sachen für die Kleine und zwei Sachen für den Papa. Als erstes kommen wir zu den Sachen vom Papa. Ich habe mir bei, oh Gott, wie heißen sie wieder? Everest, Evergo, Ever. Immer mit Ever. Der Aufkleber ist ab. Ever. Ach. Peter wüsste das jetzt. Everest, Ever. Nee, Everstone. Everstone. Everstone heißen die. Da habe ich mir den V5 4,5 S Plus von YFTK geholt. Ich habe da mal ein bisschen abgeklebt, also übermalt. Ich zeige euch auch gleich ganz. Hier sind dann halt viele Einzelteile noch mit bei. Im Karton haben wir dann nochmal Ersatz-O-Ringe. Kleine für Drip-Tip. Und hier sind Schrauben drin. Das sind die Originalschrauben, die vorher drin waren. Ich habe mir nämlich die Luftlöcher, die Schrauben rausgemacht. Und drei Schrauben für die Luftlöcher sind noch mit bei. Eine für Zumachen und dann halt noch zwei andere Größen. Dann haben wir nochmal Schrauben, silberne und O-Ringe. Und Silikatschnur, eine Nadel und so eine Art 10 Cent Adapterstück, um einzelne Ersatzteile davon lösen zu können. Das wollte ich eigentlich nur holen. Aber. Wofür ist das? Das ist ein Verdampfer. Du musst das auch sagen. Ja, den. Achso, ja, das ist ein Verdampfer, den zeige ich ja gleich noch komplett. Aber die hatten eine Halloween-Aktion. Das habe ich, glaube ich, auch live im Stream gemacht. Ich glaube, es war so ja am Hangout. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann hatten sie da die Halloween-Aktion. Und da habe ich dann noch einen Akkuträger gefunden. Der sollte eigentlich 59 Euro kosten. Und der ist von Jovell. Und ich brauche ja noch einen Jovell für mein Crone. Und das ist der Jovell Iron First oder so. Also ja, Iron First Mod. Also eiserne Faust Mod. Ich habe ihn in weiß-schwarz. Zeige ich euch gleich. In rot-schwarz war er leider nicht verfügbar. Ich habe gedacht für den Crone 3. Aber ich habe jetzt den Crone 1 drauf. Ist sehr handlich. Display ist sehr schön zu sehen. Da zeige ich euch auch gleich. Habe ich bezahlt 13 Euro. Und ein paar zerquetschte. Musste ich zuschlagen, ging ja nicht anders. So, ich zeige euch erstmal den 4,5 da. Das Logo ist natürlich nicht abgeklebt gerade, deswegen kann ich euch nur eine Seite zeigen. Und hier, ja, wie gesagt, die Luftlöcher habe ich komplett beide Seiten offen. Kann man ja so ein bisschen durchsehen, sieht man ja so ein bisschen. Und die Schrauben habe ich rausgemacht. Hat einen schönen Flash. Ich habe jetzt eine. Also nach dem Wickeln hat er mir angezeigt 0,88 und jetzt bin ich, nachdem Watt da durchgezogen ist und so, bei 0,76 und dampfe den bei 30 Watt. Ist der Flash nicht so hoch, ist alles okay, kann man schön dampfen. Vor allen Dingen abends beim Zocken, sehr angenehm. So, und hier ist die Crown Iron First in weiß-schwarz mit Leder. Sieht richtig geil aus. Das erinnert mich so ein bisschen hier, das muss da so an Flügel. So, dann haben wir hier einen schönen großen Taster. Und ich zeige euch mal das Display. Hoppala, so rum. Das kann man richtig schön erkennen. Schöne große Zahlen. Richtig toll. Beide Akkus werden angezeigt. Das Geilste aber an diesem Akkuträger ist, man kann den nicht mit dem Powerknopf an- und ausschalten. Deswegen für unterwegs ist der super. Wenn ich hier ein paar Mal rufdrücke, passiert gar nichts. Der geht nicht aus und der geht nicht an. Wir haben unten eine Akkuklappe. Wie man von einigen Akkuträgern ja kennt, kann man rausziehen und dann geht das ab. Und hier haben wir einen Schalter. Wenn wir den drücken, können wir drücken, was wir wollen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gedrückt halten, passiert gar nichts. Und wenn wir den dann wieder, halt, falsche Richtung, umlegen den Schalter, geht's an. Saugeil. Für unterwegs, super. So.
So, das war das von Iron First, Iron Everst, nee, Iron, nicht Iron First, die Box heißt Iron First, von Everstone. Dann haben wir geholt einen Weihnachtskalender, mir doch egal. Könnt ihr ja mal raten, für wen. So, dann haben wir bei Penny eingekauft, ja jetzt in letzter Zeit sehr viel. Katzenstreu hole ich sowieso bei Penny, weil bei Netto haben, beim roten Netto haben sie nicht mehr die 10 Liter Katzenklumpstreubeutel. Und bei Lidl haben sie, glaube ich, nur Katzenstreu, aber auch nur diese 5 Liter und so was alles. Deswegen hole ich die jetzt bei Netto, bei Penny. Und für meine Mutter hole ich die da auch. Und wenn du da dann halt Punkte sammelst, ja, meine Frau hat die Tomate ausgesucht. Ich wollte eigentlich den Werwolf. Meine Frau hat gesagt, nee, Tomate. Und den haben wir jetzt bezahlt, 99 Cent habe ich bezahlt dafür, weil wir die Punkte voll gesammelt hatten. Ich zeige euch gleich das Punkteheft auch noch. Ja, das ist ja hier mit drin. Ne? So, das ist halt diese Halloween-Aktion, 99 Cent, die geht bis zum 24.12. So. Da sind die alle drauf und ihr müsst 55 sammeln und ab, ich glaube, 5 Euro gibt es einen Punkt oder so. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ab 5 Euro gibt es einen Punkt oder so. Und wenn ihr da alle gesammelt habt, alle Punkte, hinten sind sie drauf. Ja, das spiegelt sich ein bisschen mit dem Ding. Und da haben wir dann halt Graf Tomatula. Also meine Tochter sagt nur Tomate. Die liebt die Dinge, die schleppt das jetzt überall mit hin. Wir haben Graf Tomatula, Kiwa-Wolf, also ist ein Kiwi-Wolf, den fand ich auch geil, den zeige ich euch gleich noch. Zombrika, also eine Paprika als Zombie, also sieht aber eher aus wie Frankenstein, nicht wie ein Zombie. Na egal, passt Zombrika nicht. Frakika, also ich hätte Frankenstein und Paprika den Rest genommen, aber egal. Knobelmaus, das ist auch nochmal so eine Art Vampir. Fledermaus. Angstnanas, das ist so ein Geist, so eine Ananas mit einem Geisterkostüm drüber. Apfelschreck, das ist ein Apfel, wie der Apfel, den ich von Penny schon mal hatte im Auto. Da habe ich schon mal so einen Apfel, der hängt im Auto, aber halt als Aquamonster gemacht. Birnbold, das ist eine Mischung aus Birne und Kobold. Mumie Ange, also eine Mumienorange. Ja, also den Zombie finde ich, also den Werwolf finde ich auch ganz knuffig. Also wenn wir es nochmal schaffen sollten, bis das abläuft, weil meine Mutter muss ja auch nochmal ordentlich was einkaufen, dann will ich mir hier den Werwolf holen. Die Tomate haben wir, Werwolf. Da seht ihr denn die Paprika, Frankenstein. So. Hier oben der Knoblauch. Oh, seht ihr da so eine? Ich halte das erstmal eine Weile still. Am besten ihr drückt dann einfach mal Pause, wenn es dann euch passt. Wir haben im Auto noch einen Schein, wo wir mal einkleben. Wie viel sind da noch schon drin? 10 Stück? Ne, 10? Na, knapp 10 Stück sind drin. Also wir bräuchten noch 45. Es ist nicht sicher, ob wir es voll kriegen, aber ja, Tigger ist gerade hier, komm. Aber vielleicht kriegen wir es ja voll. Dann habe ich durch Zufall, das war auch das Letzte, was ich gesehen habe, weil wir wollen ja einen Weihnachtskalender machen für die Kleine. Also selbstgemachten, kommen wir auch gleich noch dazu, ist alles da drin. Und ich war bei Netto einkaufen. Was habe ich mir Netto eingekauft? Ich wollte Wurst und noch irgendwas holen. Brot, genau. Und da habe ich dann einmal die Packung gefunden mit LED-Luftballons. Wir haben ja schon eigentlich alles für ihr Geburtstag, aber LED-Luftballons aufpusten und damit dann reinkommen, wenn ich sie wach mache frühs und Frauchen wach mache, es kommt doch cool. Da musst du dann wirklich mal die Jalousie zumachen, damit die auch dann zur Geltung kommt. Machen wir eben. Und daneben war noch eine Packung mit normalen Luftballons mit LEDs. Habe ich bezahlt pro Stück 2 Euro. Und dann hier auch 2 Euro, war im 2-Euro-Fach drin. War auch das letzte, nee, das vorletzte. Das andere war aber komplett zerrissen.
Ja. Giel, das macht. Das Badewasser, ach, für 40 Liter, okay. Das soll 40, steht hier hinten drauf, wo 40 Liter. Das macht 40 Liter zu Glibberschleim mit, also Einhorn-Glibberschleim, mit silbernen, rosanen und lilanen Kristallen und Glitzer. Glitzerschleim. Kommt dann auch wahrscheinlich in den Adventskalender. Meine Frau hat das noch gesehen von Schlage Wildlife. Da hat sie schon ein paar Mal was ihr bekommen. Hat schon Tiere. Was hat sie denn davon? Pferde. Pferde hat sie, wa? Und da war noch irgendwas. Zwei Pferde, ein großes und ein kleines waren da drin. Es sind immer zwei Stück drin. Also immer zwei Stück drin. Achso, wir haben erst eins aufgemacht? Ich dachte, wir haben schon Ja, zwei. sie wollte unbedingt eins aufmachen. Aber das ist für den Adventskalender. So, und das ist halt für den Adventskalender. Und hier sind dann Urwaldtiere drin. Das ist jetzt, wir hatten jetzt mit Pferden. Hier so ein Krokodil. Also Krokodil, meine Tochter sagt nicht Krokodil, die sagt Krokobär. Jetzt fragt euch, Krokobär? Warum Bär? Ja, weil sie hat so ein Lernbuch. Da sind Tiere drin. Und der Bär ist neben dem Krokodil. Ein Bär konnte sie mal gleich sagen, aber Kroko konnte sie nicht. Und dann irgendwann ging Kroko. Und weil der Bär daneben ist, ist es ein Krokobär. Ja, also. Voll Ja, süß. voll süß, aber ja, da wundert man sich auch erst. Und die sind dann halt drinne. Die Kommt jeweils eins in einen Tag. kommt jeweils eins in einen Tag rein. Oh komm, nee. Doch. Ist so ein kleines, so ein großes Tier. Dann trotzdem. Nein, in einen Tag. Nein, das ist jeweils eins. Nein. Mach das nicht. So, dann haben wir in der Natur, ist halt Stickeralbum. Da sind hier hinten halt so Sticker drin von verschiedenen Tieren, Rehen und hast nicht gesehen. Und hier haben wir dann auch noch Landschaft. Bären und Robben und Fische und Schildkröten, Elch, Luchs. Wale, Vögel, Zeig doch. Seesterne, also ganz, ganz viel ist da drin. Und dann, ach, jetzt kommt ja noch mehr Faultier und so. Und hier vorne hast du zwei, drei Seiten Mit Landschaften. mit Landschaften. So, hier zum Beispiel mit Wasserlandschaft. Und da kann man dann das einkleben. Könnte man jetzt zum Beispiel einen Wal im Hintergrund drin kleben oder man macht sich hier, was jetzt nicht passt, einen Elch hier vorne hin und den Wal macht man in Wald. Weil er ein Waldwal ist. Nein, das ist zum Lernen, in welchem Kontinent oder in welcher Umgebung Tiere. Also die ist noch nicht mal zwei. Ich sag's ja nur. Ja, Das das, dachte also ich. eigentlich ist es zum Lernen da. Unsere klebt halt nur, nimmt gerne Aufkleber ab und klebt sie irgendwo hin. Überall. Überall hin, auf der Stirn, bei sich auf der Stirn, bei uns auf der Stirn. Die findet das halt toll. Und dann kann man dann mit ihr zusammen machen. Dann hat meine Frau hat sich hier was geholt. Das ist nicht für den Weihnachtskalender. Das hat sie für ihr Schlüsselbund geholt. Und zwar, warum hast du ein Lila und nicht Rosa genommen? Ich fand es schön. Ja, weil du Lila Rosa magst. war nicht so toll, sah nicht so gut aus. Ich habe Rosa hier. Auf dem Warte. Bild. Wo ist denn das? Weggeräumt. Hast du schon weggeräumt? Ja. Wo hast du denn das hingeräumt? Oben. Oben. Dann, das war ja mit Absicht hier. So, hat meine Du kannst Frau. rausnehmen. Wie teuer war's? Ich weiß, ich glaube, von den gleichen Leuten, die das machen, ist das, was ich geholt habe, wo auch Juna mit dem Stern und der Krone ist. Schnullerkette. Schnullerkette, genau. Die sie ja nicht mehr braucht. Ich werde aber die Schnullerkette wahrscheinlich zu so einem Ding umfunktionieren. Oh, hier steht halt der Name. Kann man das lesen? Juna. Und da ist ein Stern. Und ich habe ja noch schon eine Schnullerkette, die hatte ich ja früher schon mal gezeigt in einem Video, die auch personalisiert war. Und nee, die war so ja schwarz-lila war die, glaube ich. Mit einer Prinzessinnenkrone und so richtig süß. Das wird dann für mich jetzt dem nächsten Schlüsselanhänger. Weil Schnullerband brauchst du nicht mehr, weil wir haben keine Nuckel mehr. Die sind alle weg. Die Alle sind weg. alle weg. Wir Puff finden hat's keine gemacht. Nuckel mehr. Alle weg. Puff hat's gemacht. Puff! Und alle waren sie weg.
Von heute auf morgen. So. Dann haben wir. Was soll denn sein, Tinti? Ach so, Badefarbe. Ach so, sind da wenigstens mehrere Farben drin? Dreimal. Aber ich hoffe, knistert nicht. Ja, wir hatten das jetzt schon mit Erdbeer getestet, das ist okay. Dann gibt es auch noch so ein Knisterzeug. Das findet sie semi-optimal. Macht ihr Angst. Wir wollen auch demnächst nochmal so eine Badebombe holen. Das ist so ein Riesenteil, das haben sie auch in der Apotheke. Das machst du mit drin und dann schäumt das so ein bisschen und macht Farbe. Das wollen wir auch nochmal testen. Mal gucken. Und dann haben wir Stempel. Achso, muss man hier umdrehen hier. Also der Stempelkissen ist mit drin. Ja, kann ich mir schon vorstellen. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind schon mal 10 Tage, wenn du jeden Tag eins drin machst. Also 5 Tage hast du damit schon. 5, 6, 7, 8, 9. 9 Tage hast du schon mal rum. Hier sind auch noch Bücher drin. Kannst du auspacken. Das sind Pixie-Bücher. Pixie-Bücher. Mit Weihnachtsgeschichten. Also da würde ich sagen, da machst du ein Buch und einen Stempel. Ja, damit sie ins Buch stempelt, oder was? Nein, aber... Oder... du musst was zum Buch immer dazu packen. Das ist doch doof, wenn du da nur so eine Kleinigkeit kriegst. Wieso? Ist das so ein Nikolaus, ich weiß nicht. Ja, aber ist ein Adventskalender so, also da... teure Geschenke haben? Nein, nicht teure, aber ein bisschen mehr. Von der Schokolade hätte sie nicht so viel. 5, 6, 7, 8, da sind das. Ja, aber... Von der Schokolade hätte sie nicht so viel wie von diesen Sachen. Ja, ich weiß. Aber du bist doch froh, dass wir sie haben. Dann zeig ihr das doch auch mit Geschenken. Wie kriegst du doch? 3 Monster im Schnee. Wartet mal, ich mach mal kurz die Funzel hier aus. So, dann spiegelt das nicht so. Weihnachtspost für den Bären. Der kleine Bär sucht das Weihnachtsfest. Hast du mit Absicht geholt, dass das alles so ein Christenzeug ist? Das sind Weihnachtsgeschichten. Ja, ich zieh mein Julfest-Pullover an. Marie wünscht sich Schnee. So, und dann kommen jetzt die nächsten. Die waren so oben drauf, okay. Drachenweihnacht. Och, ich sehe schon, wo der hingeht hier. Ein Mäuschen sucht den Nikolaus. Eulia backt Plätzchen. Wir wollten sie nicht indoktrinieren. Papas Versprechen. Wie indoktriniert, womit? Ja, mit so viel Weihnachtszeug. Das ist aber eine Einstimmung auf Weihnachten. Wir können auch zusammen Julleuchter aufstellen. Und das gab es übrigens als Paket. So, dann... machen wir gleich. Nee, wir machen erstmal das Weihnachtsding hier, damit das dann. Nein, ich reiße es nicht komplett auf. Schnur ist mit bei. Klammern sind mit bei. Das ist der Adventskalender, genau. Och, hier sind die. Ich hole die aber nicht alle einzeln raus, Hasi. Ich hol mal nur Nummer 1 raus, aber hier, die 1 ist nicht mehr ganz fest, den musst du dann nochmal festkleben. So, das ist halt so ein Beutel. Wie so ein Weihnachtsmann gemacht. Und der bekommt dann mit einer Klammer an die Schnur ran. Und die Schnur kann man halt mehr oder halt lang machen, kann man sich aussuchen und in welchen Raum mitkommt. Ich zeige euch das Paket gleich komplett. So, das ist. Hoppala. Dieses hier. Also da. Da sind 24 Weihnachtsmänner drin. Ich hoffe, von Tag 24 ist es auch ein bisschen größer. Weil das ist ja was Besonderes.
Also eigentlich müsste ja 23 größer sein, weil unsere Maus hat ja am 23. Geburtstag. Aber die Geburtstagsgeschenke, die haben wir schon. Da kriegt sie, das habe ich jetzt nicht hier mit bei, weil das habe ich schon mal vorgestellt. Weil ich habe viel gekauft in Vorjahr und Anfang des Jahres und bevor die Kleine überhaupt da war. Und ich war vom Kaufen schon weiter, als sie da ist. Sagen wir mal so. Und dann kriegt sie jetzt so eine Malmatte, die kann man auf den Fußboden legen. Da kann sie mit Stiften malen. Und dann kriegt sie eine Musikmatte, da ist wie so ein Klavier und dann kann sie rauflaufen, dann gibt es Töne. Natürlich nicht in meiner Wohnung, der kriegt Schatzi hoch in ihre Wohnung. Da freut sie sich schon total drüber. Was, denkst du, ich will das Klimperding bei mir in Wohnung haben? Nee. Das habe ich extra für dich geholt. Und Juna wird das mögen, weil Juna ist sehr, sehr, sehr musikaffin. Und tanzen. Ich packe das jetzt alles erstmal hier wieder so ein bisschen rein, damit wir gleich das nächste auspacken können. Weil wir haben noch ein bisschen was. Ein bisschen was ist noch. So. Was soll denn das sein? Das sind Haarspangensets und so. Kommt da deine polnische Ader wieder raus? Wieso? Meinst du nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? Was denn? Dass das ein bisschen, dass die ein bisschen sehr groß sind? Warum? Das ist hübsch. Man kann mit den Herzen aber ein bisschen übertreiben und mit dem Klimbim. Mit dem, das ist ein Paillettenherz. Paillettenherz. Das ist ein Haargummi. Das ist ein Haargummi, ja. Das sieht hübsch aus. Ist ein bisschen groß für ihren kleinen Kopf. Das ist ein bisschen groß. Da kommt die polnische Ader durch. Das ist wie bei, müsst ihr euch vorstellen, wie bei Russen. Bei Russen, da haben die Mädchen immer so riesen Schleifen in der Haare. Bei Polen auch. Bei Polen auch? Bei Polen auch, sagt meine Frau. Meine Frau ist Polin, also für die, die nicht wissen. Und Katholikin. Du bist doch Katholikin, war doch das Richtige, oder? Ich bringe die immer durcheinander. Katholikin, genau. Und ich bin Heide, Asatru. Und klappt trotzdem. Und ja, sie ist dann halt auch bei Kleidern. Überall muss irgendwie, wie heißt das, die Gardine, die dran ist? Rüschen. Ja, überall muss Rüschen dran sein und Puff und Klimbim und... Gar nicht. Ja, meistens. Ich finde es ja auch süß, aber ich finde das Herz für ihr... Guck doch mal, die das hat doch... Das täuscht. Die hat nur so einen kleinen Kopf und dann stell dir mal das Riesenherz davor. Wieso, das ist doch ein Haargummi. Das ist doch eine Erkrankung. Und sie ist hübsch. Okay. Wir haben es aber... Das ist bunt. Ja, rosa hätte ich es besser gefunden. Nicht Gold, rosa. Und wir haben auch noch einen Stern in Silbern. Also hier mehrere. Und och, das ist süß. Das ist, fällt auch gar nicht so groß aus. Ein Krönchen für Prinzesschen. Das ist süß. Wartet mal, ich hol mal die. Also dann haben wir die halt alle nochmal doppelt. Brauche ich euch ja nicht alle zeigen, weil sind die gleich. Ach, dann haben wir hier. Die Krone in Silber und die Krone in Rainbow. So, Stern in Silber, nochmal Silber und Rainbow. Also zwei silberne Sterne, zwei Rainbow-Sterne. Zwei Rainbow-Herzen. Zwei Rainbow-Kronen. Können wir ja gleich mal hier durchsuchen. Ja. So, in Pink. Und die sind süß. Haarspangen, aber die sind noch ein bisschen groß für sie, Hasi. Von der Form und der Spangengröße her. Oder? Kann man an die Seite machen, wenn die Haare raushängen? Einmal mit Schmetterlingen. Nochmal. Ach, hier ist noch eine Krone. Ich habe noch eine Krone gefunden. Noch eine silberne. Rainbow-Sterne. Nochmal eine andere Art Rainbow-Sterne. Glitzer. Ja, aber Rainbow-Herzen. Das ist. Rainbow scheißt das Einhorn. Glitzerpups. Glitzerpups, ja. Einhorn, Glitzerpups. Silbersterne. Ja, auf Einhörner steht es ja auch.
Ich finde die Herzen und die Sterne, die Kronen sind okay, aber ich finde die echt. Müssen wir mal gucken. Also ich. Wenn es hier bei Juna nicht gefällt. Ich kann mir so ein Rainbow-Herz in Bart machen. Sicher. Ein Rainbow-Herz. Dann sieht der Bart wenigstens ein bisschen glitzrig, fluffig aus. Ja, Feiertag lese ich. Stellt euch das mal vor, ich habe hier so den Bart. So, und habe dann da so ein Glitzerherz drin. Das ist doch schön. Sieht doch knuffig aus. Na, denn wenn dann lieber eine Krone. Also die Krone würde mir fallen im Bad. Ja. Was sagst du? Für Juna. Hast du deine eigene? Ich, Juna schenkt mir bestimmt eine Krone. Hat ja mehrere Rippen. Ja, vier Stück. Nee, drei Stück. Kronen sind. Nee, vier Stück. Zwei Rainbow, zwei silberne. So, das. Dann kann das nämlich der Karton hoch zur Frauchen im Schrank. Ah. Ah. Und somit habe ich den Tisch jetzt auch frei, weil morgen kommt ja, wie ihr wisst, die PlayStation 5. Ich habe auch schon Nachricht gekriegt von Otto, dass die versendet wurde und unterwegs ist. Also wird sie die Nacht bei meinem Verteilerzentrum ankommen. Morgen früh werde ich Frauchen dann zum Kindergarten bringen und dann fahren wir streamig. Was denn? Morgen bringst du mich in den Kindergarten, ja? Ja. Gibst du mich ab für die Zeit, ja? Ja. Bevor du streamst. Ja, die machen auch Mittagsschlaf, da wirst du dich freuen. Und dann fahren wir von da aus gleich los und dann werde ich dann streamen. Vielleicht bringe ich Frauchen auch noch netterweise nach Hause. Mal gucken, wie lieb sie morgen zu mir ist und ob ich Essen kriege. Wochenende gab es einen leckeren Braten. Kann ich nochmal schnell am Rande erwähnen. Wir waren bei Lidl, wir waren bei Penny, wir waren bei Netto. Und Edeka auch. Und nirgendwo gab es diesen scheiß Schweinerollbraten. Ja, natürlich habe ich ihn am Wochenende nicht gekriegt. Was haben wir einen Braten gemacht, hat er geholt? Schweinenacken. Ja, war auch okay, aber innen drin ziemlich fettig. Sehnig. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir die Woche das bekommen. Wenn nicht, müssen wir nach Kaufland fahren. Ich möchte meinen Schweinerollbraten haben. Und dann so ein Kilo halt. Wenn man so ein Kilo holt, das ist ja dann später nur noch so. Das ist echt armselig, dass man sowas nicht mehr kriegt. So, aber egal. Hier haben wir schon vorbereitet für die PS5. Wir werden dann, so wie ihr das jetzt hier seht, so wird es dann morgen auch stattfinden. Also wenn ihr das Video seht, ist das schon vorbei. Hier mache ich mein altes Handy ran, den P10, und werde von links nach rechts live streamen, das Unboxing. Und dann kommt das ab und kommt an den Wohnzimmertisch, damit wir die Einrichtung auch filmen können von der PlayStation 5. Und die Kamera, wo sie jetzt steht, bleibt auch stehen und filmt hierher. Und das Live-Video bleibt so lange online, bis das richtig aufgenommene Video bearbeitet ist und online gehen kann. Und genauso werden wir dann am Fernseher auch machen. Wir brauchen nur praktisch die ersten paar Minuten so live machen und dann müsste ich noch Streamlabs OBS vorbereiten und OBS vorbereiten. Und dann streamen wir das, können wir das Menü richtig streamen und so ja Astro Playrooms anzocken. Ich bin mal gespannt. Das ist ja das Neue, weil da sollen ja die Trigger gut zur Geltung kommen. Da lernen wir den neuen Controller kennen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Nicht vergessen, ich bin so gut wie jeden Tag auf Twitch live. Immer abends ab 20:15, außer wenn Frauchen arbeiten ist, das ist Montag und Dienstag, dann ist es Montag in der Regel nicht. Und Dienstag dann ab 21:30, 22:30, je nachdem wann Frauchen kommt. Außer Freitags ist auf YouTube, also hier, Hangout, immer abends 20:15. Also diesen Freitag auch wieder, egal ob wir die PS5 haben oder nicht. Vielleicht machen wir ein bisschen PS5 an und spielen ein bisschen nebenbei oder ich zeige euch nochmal das Menü oder so. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt aber trotzdem weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.